Willkommen zurück zu Venedica. Beim letzten Mal haben wir unter anderem die Kupfermine untersucht. Wir haben unsere Mondlinge erhalten. Und ja, mit all unserem Gepäck und alles, was wir halt hier bei uns haben, können wir uns jetzt auf den Weg machen nach Venedig, wo wir ja letztendlich ja auch hin sollen für alles, was uns halt noch so erwartet. Halt nur wird wahrscheinlich auch schon der Weg nach Venedig lang und beschwerlich sein. Wir haben ja da zwei nette Kumpanen dabei, die uns dann irgendwie begleiten werden. Wo waren die nochmal? Irgendwo da hinten, habe ich gehört. Und da ist erstmal ein Gegner, der auf uns wartet. Guten Tag. Erstmal hier unsere schönen neuen, kleinen, feinen Mondlinge. Erstmal schön draufbolzen. Hast du das Gefühl, die kämpft sich tatsächlich ein bisschen langsamer? Ich nehme mal hier das andere Pferd. Es geht tatsächlich ein bisschen schneller von der Hand. Aber wir werden da bestimmt auch noch einen vernünftigen Mix zu finden. Vielleicht. Eventuell, möglicherweise. Uns wurde ja auch weitestgehend gesagt, dass die Mondlinge hilfreich sein soll gegen Dämonen und ungute Wesen und sowas. Ja, das kriegen wir alles schon raus. Hoffe ich. So. Nehmen wir das erstmal alles mit. Denn da ist schon der nächste. Wo sind die beiden, die uns hier begleiten wollten? Ich weiß es nicht. Du darfst jetzt schon auf ihn drauf gehen hier. Nicht nur hier parieren lassen. Daneben. Oder halt, ja gut, ich hab halt erfolgreich geblockt, ne? Oh, komm. Können aber auch ätzend sein. Besonders, wenn ich mich so kacke einstelle hier. So. Es wird ja noch lustig. Ich meine, gut, wir haben ja auch eine Schwierigkeitsgrad höher gestellt. Wir haben jetzt auch schwer gestellt. Aber nichtsdestotrotz. Das müssen wir dennoch irgendwie hinkriegen können. Gucken wir mal. Stehen bleiben! Boah, ich habe ihn noch gar nicht getroffen, ne? So. Ich möchte einen Heiltrank oder sowas. Wäre total nett. Oder ein Apfel oder sowas. Für einen Apfel und ein Ei kann ich die bestimmt auch super verhauen. Ich lauf mal weg und heile mich erstmal. Sofern ich denn dazu in der Lage bin. Ich glaube, ich kann nicht fliehen, oder? Ja, vielleicht doch. Ja, vielleicht kann ich sie auch bezwingen. Ja, das wird ja lustig. Voll daneben. Und gleich haben wir einen weniger. Das ist aber gut hier. Nein, 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 nein. Oh. Okay, wir haben es irgendwie geschafft. Ich betone es nur immer wieder gerne, dass ich es irgendwie geschafft habe. Okay. Weiter im Text. Ach guck mal, da vorne sind die beiden, die mich beschützen sollen. Oder wollen. Die sich mir angeboten haben. Und was ist? Scheiße ist. Ein Dach. Hey, da bist du ja. Wir kommen nicht weiter. Es ist unmöglich. Mit unseren Waffen können wir die Kreaturen in der Höhle nicht verletzen. Wenn du keine Asse mehr im Ärmel hast, werden wir Venedig niemals erreichen. Ja, wie wär's mal mit einem Heiltrank, Jungs? Nein? Okay, gucken wir mal, was wir im Inventar haben. Dass wir uns hier mal ein bisschen hochheilen können. Wäre vielleicht mal nicht verkehrt, wenn ich da irgendwas auf eine Schnellleiste packe oder so. Hier.
das hier mal dahin. Ja, das muss aber reichen. So, dann gucken wir natürlich halt erstmal, was ist denn hier so in den tollen Vasen? Wechseln wir schon mal die Waffe, dann ist... Naja, ich gehe halt mal davon aus, dass wir jetzt mit irgendwelchen Monstern oder sowas das aufnehmen müssen. Was wiederum den Nachteil hat, dass wir halt mit einem normalen Schwert wahrscheinlich nicht sonderlich weit kommen. Wir werden mal ganz kurz speichern. Ja, hier. Speichern, zack. Lieber einmal mehr speichern als einmal zu wenig. Kennt man ja. Nein, geh da bloß nicht rein. Dann geh ich da rein. Sie haben Rupert, den Torwächter, getötet. Er war mein Vetter. Da drin sind grauenhafte Kreaturen. Dämonen. Niemand kann ihnen etwas zuleide tun. Nur eine Klinge aus den alten Mythen könnte ihnen Schaden zufügen. Das Tor zur Küste war abgeschlossen, als er starb. Wer auch immer nach Venedig reisen will, muss erst an diesen Biestern vorbei. Aber ohne den Schlüssel zum Tor? Oh, der arme Rupert. Er trug eine Halskette, ein sehr altes Familienerbstück. Oh, meine Trauer wäre leichter zu ertragen, wenn ich die Kette in den Händen hielte. Doch niemals werde ich mich dort hineinwagen. Tja, dann gehe ich halt da hin und hol dir deine Kette. Na? Geht ja nicht anders. Der Gebirgspass. Hallo? Dämonen, hallo? Was ist das? Ein niederer Dämon? Kleiner Wichtel? Sowas lassen die sich umhauen. Ich glaube, es hackt. Ein Lektor. Boah, da wollt's aber auch durch hier. Ja, ist schön, wie der von hinten mich attackiert hier. Muss ich nicht haben. Aber auch aushalten, ne? Der Wahnsinn. Leute, dass sie zu zweit sind, natürlich jetzt auch ein bisschen unangenehm. Mehr als reinschnetzeln kann ich auch nicht. So, Nummer 1 haben wir. Und wir haben Level Up, sehr schön. Dann haben wir auch den anderen weg. Gut, du hast sie erledigt. Ihr seid schon da? Verdammt, solche Kreaturen habe ich noch nie gesehen. Egal, jetzt wo sie weg sind, können wir weitergehen. Aber die Tür da drüben scheint verschlossen zu sein. Vielleicht hat der tote Kerl da hinten den Schlüssel. Wenn nicht, schließen wir sie selbst auf. Ich gucke erstmal, ob der die komische Halskette da hat. Guck mal, das ist sie doch. Ruperts Kette. Können wir doch jetzt bestimmt einmal abgeben gehen, oder? Zwischen Dämonen haben wir auch nichts dabei hier. Womit man sie... Oder was man halt von ihnen looten könnte. Erstmal, wie gesagt, die Kette abgeben und dann weitersehen. Fragt sich halt nur... Ach, guck mal, da steht auch schon. Sind die Teufel tot? Jo. Ja, und hier ist die Halskette deines Cousins. Oh, danke. Das wird die Trauer seiner Familie erleichtern. Okay. Doch, da kommt denn noch irgendwie was. Oh, nö. Dann halt nicht. Dann gucken wir mal, wie wir jetzt die Tür aufkriegen. So munterfröhlich, wie wir halt sind. Da der keinen Schlüssel dabei hatte, macht ihr das wieder. Einfach wild irgendwelche Dinger drücken. Bis ihr mir irgendwann beibringt, wie das geht. Gut.
Dann können wir weiterziehen. Mhm. Dann gehen wir mal. Sind wir schon da? Zur Südbucht. Ist doch schon fast in Venedig, oder? Fand ich. Ich glaube, das heißt nein. Okay, der Baumstumpf ist uninteressant. Ich dachte, da wäre jetzt irgendwie was. Halt. Halt! Das war ich, der halt gesagt hat. Irgendwer sagt mir auch nochmal halt. Okay. Wer denn? Ach, die da vorne. Ja, okay. Also was? Hey, guten Tag. Wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich mal das hier austesten. Will ich drauf zuhämmern, sorgt nicht dafür, dass ich halt irgendwie meine Kombo mal auslöse, ne? Muss schon ein bisschen Timing drin sein. Oder? Ja, weil so habe ich nämlich hier diesen Schnetzelmodus, der mir eigentlich gar nichts bringt. Großartig. Oder wenig. Nun macht sich unsere Ausbildung bezahlt. Nicht stehen bleiben. Wieso macht sich deren Ausbildung bezahlt, wenn ich ihn erwischt habe? Gut, wir haben jetzt nochmal eine Lederrüstung gekriegt. Brauche ich ja, glaube ich, jetzt nicht nochmal, oder? Also außer jetzt, sie hat irgendwelche anderen tollen Werte. Muss ich ja mal gleich gucken. Inventar. Ja. Wir tragen jetzt diese. Mit 15 Schutz. Und hier das Elben Grün, ja, okay. Das sieht nach einem Fall für dich aus, lieber Cousin. Für mich? Komm schon. Jeder weiß, dass du damals Hofarbeit angenommen und dir die Hände schmutzig gemacht hast. Sogar Tante Amalia. Ein offenes Geheimnis in der Familie. Also kannst du sicher mit deinen Freunden hier reden und uns den Weg freimachen. Schon gut, schon gut. Zumindest haben die Viecher mehr in der Birne als du. Wir haben also Hoffnung, dass sie Spuren werden. Und jetzt los, es wimmelt hier nur so von Assassinen. Der Kuhflüsterer. Ich hab's immer gewusst. Nein, hab ich nicht. Aber egal. Und da ist eine Windmühle. Die wir schon im Ladebildschirm gesehen haben. Ich mag die Gegend. Bergig, mit ein paar Ruinen, mit Windmühlen. Hat was. Und das da drüben ist Venedig, ja? Riesenscheiße, großer Stadt. Okay. Fragt sich nur, ob es auch so groß ist, wenn wir da drin sind. Wahrscheinlich ja. Was wird denn jetzt aus dem Haus? Kriege ich das? Wenn Blicke töten könnten, ne? Okay, wir müssen auf jeden Fall einen anderen Weg nach Venedig finden. Täuschen wir uns doch erstmal hier bei der Taverne um, würde ich sagen. Ne? Also sofern wir jetzt nicht irgendwie da hochgehen können und die Assassinen töten können. Ich wüsste nicht, wo ich da lang gehen wollen würde. Dann würde ich mal sagen, gehen wir hier rein. In die Windmühlen-Taverne.
auch so einer. Schnappt sie euch. Ich habe aber nichts vorher gegessen. Och, Leute. Ich glaube, es hackt. Ich habe hier doch gar keinen Platz zum Kämpfen. Ich meine ja nur. Ich meine, gut, ich werde gleich sterben und einmal wiederbelebt werden. Genau. Du bist gestorben, aber ja gut, das kennen wir schon. Ja, das bin ich. Falls ihr nicht genau aufgepasst habt, ihr habt mich gerade schon getötet. Ich steh einfach wieder auf. Kenn ich nix. Oh, Alter. Heftiger geht's aber gerade nicht, ne? So, zweite Schattenleiste verbraucht. Ich hab den hinter mir noch nicht getötet, ne? Jetzt aber. Yeah. Anvisieren der Gegner wäre jetzt eigentlich auch nicht verkehrt. So, jetzt. Schaff's. Frage ist halt nur, wie lange es dauert, ne? Ups. Oh, okay. So, dann würde ich mal sagen, decken wir das Schwert weg, sammeln alles ein. Dann konsumieren wir erstmal irgendwas. Dann bin ich erstmal fett konsumgeil und so.